Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Room Escape Spiel. Dieses nennt sich Cube Escape Seasons. Ist auf der Seite Addicted Games, wie man hier vielleicht sieht. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Und ich habe schon gesehen, dass wenn man hier auf Play drückt, dann hat man hier nämlich vier verschiedene Memories statt hier oben. Also, ne? Ist ja auch Cube Escape Seasons und deswegen gibt es hier einmal den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter und alles zu verschiedenen Jahreszeiten. Ich bin mal gespannt, was das noch für Auswirkungen hat, aber ich würde sagen, wir beginnen mit dem Frühling 1964. Didit. Genau, ich habe nämlich schon mal so ein Cube Escape gespielt, dieses jetzt nicht. Und ich mag diesen Stil von diesem Spiel richtig, richtig gerne. Das ist so altertümlich und trotzdem irgendwie cool. Und da ist immer so eine kleine Story hinter. Und wir schauen einfach mal, ob wir hier irgendetwas finden. Da haben wir schon mal Streichhölzer gefunden. Die letzte Folge ist ja recht gut angekommen. Finde ich ganz witzig. Ich habe jetzt irgendwie vor, so ein bis zweimal die Woche so ein Cube Escape zu machen. Guck mal, hier eine Blume. Also für die Leute, denen das gefällt. Die, oh, man kann hier irgendeine Zeit einstellen, das wird bestimmt noch wichtig sein. Die werden sich dann freuen, weil dann kommt das. Okay, alles, was wir anfassen, verändert sich. Weil ich werde jetzt häufiger sowas machen. Genau, oh, da unten kann man irgendwas aufmachen, wenn man einen Schlüssel hätte. Und wir können auch an die Decke gucken. Was haben wir denn da? Eine Lampe, die sich zusammendrücken kann. Vielleicht ist es ja auch ein Wespennest. Weiß man's? Nein, soll wahrscheinlich eine Lampe sein. Oh, jetzt haben wir uns einmal um uns selber gedreht. Was haben wir denn hier Schönes? Einen Topf, aha. Okay, warum auch immer wir da unten... Was ist das? Warum auch immer wir da Vogelfutter und einen Ast haben, fragt mich nicht. Aber ist wahrscheinlich normal in diesem Spiel, dass man sowas unter seiner Spüle hat. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein Glas oder was das ist. Kann aber anscheinend nicht befüllen. Was ist das? Aber wir können den Wasserhahn anmachen. Und ich wette, wir können in dieses Teil Wasser reinfüllen. So, jetzt haben wir schon mal Wasser, wofür auch immer wir das brauchen werden. Aber wird bestimmt noch nützlich sein. Können wir hier noch irgendwas machen? Das ist stuck. Das können wir garantiert anmachen, ja. Aber wir müssen erstmal irgendwie das Teil dann aufkriegen. Ich glaube, wir müssen irgendwas mit dem Wasser machen, aber das kommt bestimmt später. So, was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Ein viereckiges Loch oder was das sein soll? Man weiß es nicht. Ah, okay, wir sollen wahrscheinlich dieses Bild hier zusammenfinden. Da ist auf jeden Fall eine Person drauf und hinten im Hintergrund sind irgendwelche, weiß ich nicht, Kirschblüten? Wahrscheinlich Kirschblüten. Wird mich nicht wundern. Und wir haben hier eine Kerze, die können wir auf jeden Fall anzünden. So, hat uns das jetzt was gebracht, ist die Frage. Okay, die Kerze brennt. So weit, so gut. Können wir auch... Oh, no Wood? Wir haben aber Wood. So, können wir das jetzt auch anzünden? Ja, geil! Da brennt auch unser Ofen. Okay, das ist locked. Dann haben wir hier noch ein Radio. Was können wir damit machen? Vielleicht finden wir ja einen Sender. Nö. Gut, das Radio ist kaputt, aber ich sehe hier noch was. Okay, wir müssen also tatsächlich das... Was ist passiert denn da? Wieso leuchtet das auf einmal? The picture is not complete. Richtig, da fehlen noch zwei, drei Teile. Ich frage mich, warum da jetzt so ein Beamer oder was das ist. Jetzt leuchtet es nicht mehr. So, aber wenn wir ran... Okay, keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Oh, das kann man bewegen. Geil! So innovativ. Okay, also das Runde ist eckig oder das Runde muss ins Eckige. Also das spielt auf Fußball an, auf jeden Fall. Da steht hier, mentale Gesundheit und Fischen. Was? Okay, beim Rusty Lake. Also müssen wir vielleicht noch fischen, damit unsere mentale Gesundheit steigert. Steigt, hallo. Dann haben wir noch einen Arztzettel, keine Ahnung. Und kann ich Harveys Eier essen? Mir gefallen übrigens diese Smiley-Magneten. Die sind ganz schön. So, okay, können wir hier sonst noch irgendwas machen? Da oben waren wir schon. Warte, da ist noch was, genau. Okay, wir haben einen Vogel. Der Federn verliert, sobald er... Ah, okay, sorry. Aua. Okay, nein, Vogel, wir müssen dich freilassen.
Du verlierst Federn. Oh Gott. Man kann dich doch nicht einfach im Käfig halten. Oh, guck mal, wir können Licht anmachen. Aha. Da habe ich noch ein Fotopiece gefunden. Fehlt nur noch eins. Geil. So, ich setze erstmal das Fotoding hier ein. Zack. Ja. Sieht so aus, als wenn nur noch eins fehlen würde. Das finden wir auch noch locker. Können wir hier vielleicht noch. Ah ja. Ah, guck mal, da steht sie sogar. Das ist doch genau die Frau, oder? Das ist irgendwie ein bisschen creepy, dass sie da steht. Oh, jetzt ist sie weg. Okay, aber wir haben das Foto gefunden. Warum? Too heavy to lift. Wir können das Fenster nicht hochheben. Jetzt steht sie da wieder. Eben war sie weg. Jetzt ist sie wieder weg. Okay, ich krieg so ein bisschen Angst. Aber eine Tür haben wir nicht, ne? Sie kann eigentlich nur durch. Jetzt ist sie wieder da. Durch dieses Fenster rein. Aber sie ist manchmal da und manchmal nicht. Ich mach mal lieber wieder zu. Die macht mir Angst. Oh Gott. Okay. Gut. Erstmal Puzzleteil reinpacken. So. Ist voll. Und jetzt? Ah, Harveys Ex. Wahrscheinlich ist der Vogel hier Harvey. Und den geben wir jetzt Vogelfutter. So, friss. Friss, 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 friss. Okay, wir haben ein ungegucktes Ei. Wow, ich bin ja richtig gut in diesem Spiel. Können wir noch irgendwas mit der Pflanze machen? Die sieht nämlich auch nicht mehr so gesund aus. Wir können das Wasser da bestimmen. Nee, können wir nicht. Okay. Aber eine Überlegung war es wert. Schlüssel haben wir auch noch nicht. Gut, dann gucken wir mal. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir gucken. Ich fand das witzig, ja. Ist das ein Gasherd, dass man das irgendwie erst anzünden muss? Warte mal. Zack, zack, zack. Tatsache. Okay, so. Und wie kocht man jetzt genau Eier? Man packt das Wasser dahin, bis es brodelt. Brodelt es schon? Seht ihr, dass es brodelt? Ja, es brodelt. Packen wir das Ei da rein. Und jetzt haben wir ein gekochtes Ei. Na, wenn das mal nichts ist. So. Und jetzt essen wir das Ei mit dem Löffel. Nein! Tut mir leid. Ich wollte hier runterscrollen. Wollte mal sehen, wie viele Plätze wir haben. Okay, wir haben anscheinend endlos Plätze. Okay, was machen wir denn jetzt mit dem Ei? Das werfen wir jetzt in den Ofen. Oder auch nicht. Ach, das ist ein Ei-Dingsbums. Wie nennt man das sowas? Ein Eihalter. Wir haben noch einen Löffel. Wir können das jetzt essen. Voll brutal. Wieso kommt da ein Schmetterling raus? Was ist das für ein Geräusch? Okay. Ich wollte aber eigentlich. Gehört das so? Na, sieh mal einer an. Da haben wir einen schwarzen Würfel. Deswegen heißt das Spiel auch Cubes. Wow. Aber ich frage mich, was diese. Oh, haben wir den jetzt getötet? Stirb, du Schmetterling! Ich frage mich, was die Schmetterlinge da machen. Und warum sind Schmetterlinge in Eiern drin? Das stimmt doch alles gar nicht. Ach Mann. Okay, die fliegen einfach weg. Nur wohin, ist die Frage. Alles klar. Komische Stimme am Telefon. Dir vertraue ich natürlich. So, und ich würde dann einfach mal vermuten, dass der Würfel da rein muss. Ja, passt. Und du? Ah, guck hier, im Ei ist der Würfel drin. Das hat das bedeutet. Hier, man muss also die gelben Dinger beachten. Okay. Gut, gut, gut. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir gucken raus. Sehen keine Frau. Haben eben eine Frau gesehen. Die ist manchmal da, manchmal nicht. Die guckt aber auch richtig creepy irgendwie. So ein bisschen, finde ich. Von daher, ich mache hier mal wieder. Da war eben schwarzer Schatten. Habt ihr das gesehen? Ganz schön gruselig. Erstmal Licht anmachen.
So, Harvey, geht's dir gut? Willst du nicht mehr essen? Hier, ich lasse dich frei. Ich habe nur leider keinen Schlüssel. Ich würde dich gerne freilassen. Ja, aber was muss ich denn jetzt machen? I place the cube, ja. Und jetzt? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Was muss ich denn machen? Oh, okay. Okay, ich hinterfrage das einfach mal nicht. Also anscheinend ist das Ziel einfach, Würfel zu finden und die in dieses schwarze Loch zu packen. Das war auf jeden Fall der Frühling 1964. In der nächsten Folge machen wir dann Sommer 1971. Das wird, keine Ahnung, in 2, 3 Tagen dann kommen. Und dann machen wir aber so weiter. Ja, dann war diese Folge nicht allzu lang. Das ging recht schnell, würde ich sagen. Mal gucken, ob die anderen länger dauern. Auf jeden Fall bauen die anscheinend irgendwie aufeinander auf. Auf jeden Fall wird das passen von den Zahlen und den Dingern hier. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder zuschauen würdet. Ich hoffe, euch gefallen diese Escape from the irgendwas Spiele. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.